So, und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video von mir. Und zwar nach einem 1:0 in Tottenham für Tottenham war heute das Rückspiel zwischen Manchester City und Tottenham in City. Und das Ganze mit einem 7-Tore-Wahnsinn in City. Wir schauen uns zusammen mal gemeinsam die Tore an. Und dann würde ich auch nicht lang rumfackeln. Let's go. Gleich zu Beginn traf City in der dritten Minute zum 1:0 durch Sterling. Wie ihr hier gesehen habt, ein sehr, sehr schönes Tor und das Ganze erst in der dritten Minute. Dann auch schon in der sechsten Minute der Rückschlag zum 1:1 durch Heung-Min Son. Daraufhin zum Doppelpack Min Son zum 1:2. Das Spiel war gedreht und das Ganze in der neunten Minute. Dann aber kam City zurück mit Bernardo Silva. Etwas glücklich hier beim Tor. Der Ball war abgefälscht, aber drin ist drin. Das war in der 10. Minute, in der 10. Minute das 2:2. Und auch direkt danach legte City noch einen drauf zum 3:2. Es war die Führung wieder mal durch Sterling. Nach 20 Minuten in City stand es schon 3:2. Und in der 58. Minute erhöhte Aguero zum 4:2 für City. In diesem Moment wäre City durch gewesen. City wäre so im Halbfinale gestanden. Aber in der 72. Minute ein Eckball für Tottenham und durch Llorente das 4:3. Somit war Tottenham wieder weiter. Am Ende des Spiels gab es noch einen Treffer durch Sterling zum 5:3. Das Ganze war aber eine Abseitsposition und deswegen hat er nicht gezählt. Im Endeffekt hieß es 4:4 und damit ist Tottenham im Halbfinale der UEFA Champions League. Denn Tottenham hat 3 Auswärtstore, City hat keins und somit spielt Tottenham im Halbfinale gegen Ajax Amsterdam. Ich denke, das spannendere Spiel wird der FC Barcelona gegen Liverpool werden. Ich würde es Liverpool auf jeden Fall gönnen. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Peace.